Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Guild Wars 2. Wenige Sekunden davor, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Die gute Matri ist gerade auf dem Weg hierher. Und dann gucken wir mal, wie es heute weitergeht. Sehr schön. Hallo Matri. Ihr habt es geschafft. Gerade so. Hallo Cass. Mein Aufbruch ist nicht unbemerkt geblieben. Er ist sicher nur einige Minuten hinter mir. Lazarus? Oder wer auch immer kommt hierher? Was sollen wir... Wie bereiten wir uns vor? Habt ihr Informationen gesammelt, als ihr bei ihm wart? Jede Menge. Er stellt eine Armee aus Söldnern auf und lässt auf den Feuerinseln eine Basis errichten. Alles unter dem Deckmantel des Kampfes gegen die Drachen. Ich habe aber nichts, was auf eine Schwäche hindeutet. Außer vielleicht... Es gab da einen Spiegel. Eine Art Handspiegel, den er stets bei sich trug. Ich wollte ihn mir genauer ansehen, aber er hat ihn nie aus den Augen gelassen. Vielleicht tarnt er sich ja mit Hilfe des Spiegels. Spiegel wurden schon oft bei Mesmer-Illusionen eingesetzt. Wenn wir die Illusion zerschmettern, wissen wir wenigstens, mit wem wir es zu tun haben. Wie? Magische Spiegel mögen ihre eigenen Reflexionen nicht. Sie wirken ihren Zaubern entgegen. Wenn wir ihn in ein paar von unseren verzauberten Spiegeln einfangen, würde das die Illusion vielleicht zerschmettern. Und wenn nicht, dann kann er aus verschiedenen Winkeln dabei zusehen, wie er uns umbringt. Ausgerechnet jetzt legt ihr euch Humor zu? Das finde ich gut. Für die Aufnahme meines historischen Experiments habe ich Reflektorscheiben zur Ausleuchtung im Labor aufgestellt. Wir könnten sie als Spiegel nutzen. Ich werde sie verzaubern. Wenn die Illusion zerbricht, kann ich ihn mit Magie fesseln. Kommandeur, ihr nehmt sie und platziert sie an den richtigen Stellen. Dort, dort und dort. Wir versuchen, diese Leute hier rauszuschaffen. Was hast du da eigentlich Schönes? Das sieht toll aus. Glänzi, glänzi. Okay, aktiviert die Spiegel. Ah ja, da, okay, alles klar. Ja, hallo? Wie geht's euch denn so? Temperatur? Ich höre, ihr habt den ganzen Spaß in Götterfels verpasst. Die Gräfin ließ mich Verhöre beobachten. Minister und Leute vom Weißen Mantel. Lügen aufdecken. Lazarus Lager also. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Wir haben Freundschaftsbändchen gebastelt. Da müssen wir es holen. Ich lache nicht. Weil der Witz schlecht war, oder... Also gut, ich habe nichts Bestimmtes gesucht. Ich wollte nur... Fragt das nächste Mal lieber eure Freundin, bevor ihr euch entschließt, die Höhle des Löwen zu betreten. Der Kommandeur wollte mich ebenfalls aufhalten. Das hat nicht so gut geklappt. Es geht nicht darum, was ihr dürft. Ihr trefft eure eigenen Entscheidungen. Ihr seid aber auch Teil eines Teams. Die Drachenwacht ist prima ohne mich ausgekommen. Ich sprach von unserem Team. Von uns beiden. Vielleicht wäre ich mit euch mitgekommen. Vielleicht nicht. Ich hatte jedoch nie die Wahl. Ich verstehe schon. Aber eine Gelegenheit wie diese, da sagt man nicht einfach, wartet kurz und schreibt dann einen Brief. Timmy hat Kommunikatoren. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin trotzdem froh, dass ihr zurück seid. Ich auch. Knuffig. Da haben die beiden halt ernsthaft so eine kleine... Ja, würde jetzt nicht sagen Streit, aber da hat es ein bisschen gekriselt. Ich finde es halt nur lustig, wie die beiden sich ansprechen, wo sie doch offensichtlich ein Liebespaar sind. Naja, da den Spiegel nehmen wir mit. So, muss ich halt den jedes Mal runterbringen und dann wieder hoch, oder was? Da kann ich mehrere mitnehmen. Ich muss jedes Mal wieder hoch. Okay. Gut. Also da einen Spiegel hin und wieder nach oben. Ja gut, das sollten wir hinkriegen. Ach, süß. Naja, man muss manchmal halt wirklich einfach mal ein kleines bisschen stehen bleiben. Ach, der hat sich zurückgeportet, obwohl ich den da hinten hingepackt habe. Ich den da liegen gelassen habe. Naja, weil es immer wieder ganz schön zu sehen ist, wie sich die Charaktere halt dann auch nochmal so ein bisschen unterhalten, was man so halt nicht immer sofort mitbekommt. Wenn man gleich weiter rennt. Deswegen macht es auch immer Sinn, ein, zwei Sekunden zu warten, bevor man ein Story-Kapitel schließt, bevor man aus der Instanz rausgeht. Da hinten ist noch ein Spiegel. Jups. War aber gar nicht mal so schlecht versteckt. Check. Ich sehe ja gar nichts. Na, das ist ja, ne? Also. Ich trage so schwere Dinge auch immer so. Oder? Macht ihr das auch so? Mit Sicherheit. Ich gehe mal davon aus, dass das Ding nicht leicht ist. Timmy, fertig. Was jetzt?
Wir müssen nur... Nachwuchs! Was hat eure defekte Maschine mit dem Portal angestellt? Es ist kaputt! Das ist nicht meine... Was meint ihr? Funktioniert das Portal nicht? Spreche ich undeutlich? Wir können hier nicht weg, selbst wenn wir es wollten! Er hat uns hier eingesperrt. Wir müssen diese Leute in Sicherheit bringen, Taimi. Und es gibt keinen anderen Weg nach Dra... Meint ihr das ernst? Ihr meint es ernst, aber... Oh, gut, öffnet es. Hier ist ein verstecktes Pult. Das Passwort ist der Name unserer neuen Drachenfreundin. Öffnet die Tür zum geheimen Drachenlabor. Oh, arme Taimi, jetzt muss ich das einfach so verraten. Zugriff. Willkommen beim automatisierten Hausmeistersystem von Ratanovos. Bitte wählt einen Befehl aus. Feuergolem-Status anfragen. Hausmeister-Golem-Status anfragen. Auf Taimis Lieblings-Quaggern-Zeichnungen zugreifen. Bitte bestätigt, dass ihr an langweiligen Quaggern-Kuschel-Muschel-Zeichnungen interessiert seid. Ich meine, es kann ja nur das sein. Weiter. Achtung, Unsinn. Über diesen Punkt hinaus existiert nichts Substanzielles mehr. Ja, ja. Dreht sofort um oder gibt das Passwort ein. Ridlock, Shraddle oder Oreen? Oreen. Meine Güte, was geht hier vor? Hier ist ein komplettes Labor mit intaktem Portal. Hier hindurch, Leute. Lasst eure Blicke unterwegs nicht zu sehr abschweifen. Nachwuchs. Ich bin genauso überrascht wie ihr. Wer hätte gedacht, dass der Kommandeur ein geheimes Labor hat? Aber viel wichtiger. Es droht Lebensgefahr. Ihr müsst gehen. Da kommt ein Mossad oder auch keiner. Na klar, sicher erzählt ihr jetzt die Wahrheit. Ich bleibe hier. Alle bleiben hier. Das ist mein Ernst. Pfoten weg, Windel. Oh, da seid ihr ja, Trotschery. Mittlerweile habe ich mich an eure höchst angenehme Gesellschaft gewöhnt. Eigentlich würde mir ein bisschen Bewegung nicht schaden. Na los, Leute. So ein blöder Hund, ey. Ach, arme Taimi. Und was zur Hölle machst du jetzt hier? Mr. Schwebe-Schwebe? Lazarus. Ich kann mich nicht erinnern, euch eingeladen zu haben. Ich schlage vor, ihr geht. Meine Freunde und ich sind doch gerade erst angekommen. Erhebe dich! Durch ein Portal, das noch vor einigen Augenblicken niemanden rausgelassen hat. Hier gibt es eine Maschine, habe ich gehört. Eine Maschine, die zwei Altdrachen auf einen Streich erledigen könnte. Ich musste sie einfach mit eigenen Augen sehen. Außerdem war ich etwas enttäuscht, dass ihr mir nicht von ihr erzählt habt. Im Namen der Kameradschaft und der strategischen Koordination. Ihr habt recht. Tut euch keinen Zwang an. Sie ist dort drüben. Kommandeur! Mitchef? Ah, verstehe. Ach, die Spiegel. Na klar. Was ist das? Ich weiß, dass ihr ein Hochstapler seid. Gebt euch zu erkennen. Narren! Zerstört die Spiegel! Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier Leute klopfen. Okay, da kommen aber einige. Okay, das ging aber schnell. Mit den Spiegeln. Okay, die Reparaturdrohnen reparieren das jetzt wieder. Okay. Verteidigt die Drohnen, während sie die Spiegel reparieren. Okay, 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 das kriegen wir hin. Als erstes würde ich sagen, machen wir mal da, hier. Und der ist tot. Okay, wir müssen den hier beschützen. Lazarus, schleich dich. Push dich. Geh weg. Ich hab hier... Oh, jetzt ist der unverwundbar und ich hab voll meine Drohne drauf geklatscht. Sehr gut. Das hier scheint gerade repariert worden zu sein. Hier ist eine Gehegesteuerung. Ah, ich kann ja die Viecher rauslassen. Das ist ja natürlich praktisch. Ist auch noch... Ich lasse jetzt einfach erstmal die ganzen Viecher raus. Die beschützen mich sicherlich dabei und helfen mir ein bisschen. Damit... Weil ich kann ja nicht überall gleichzeitig sein, wenn die Dinger hier das reparieren. Ja. Taimis Labor anschauen wäre ja ganz lustig, aber da haben wir jetzt nicht die Zeit dafür. Ihr solltet wissen, dass ich nicht immer nur lächle. Ja, das wissen wir.
Haben wir noch irgendwas? Da haben wir noch eine Gegensteuerung. Oh, armer Reparaturgolem, ich räche dich! Da kommt auch schon der nächste. So, Lazarus, wie schaut's aus? Kann ich dich schon hier ein bisschen verwundbar? So, der repariert hier mal wieder. Spiegel repariert, ja. Au, irgendwas hat mir gerade verdammt wehgetan. Ich bleibe jetzt mal bei dem hier. Wie der das dann mal repariert. Kann ich dich hier alle töten oder nicht? Oder was oder so? Okay, die kämpfen alle super. Ist repariert worden. Okay, also ich muss einfach nur hier die Viecher töten. Gut. Viecher, naja, Viecher. Ja, bin dabei. Komm her. Na komm her. Bei Fuß. Bei Fuß, Lazarus. Das war ja. Sehr schön. Jetzt gebe ich dir den Rest. Die ganzen Sachen kaputt machen. Ich glaube, es hakt. Und drauf, easy. Diese ganze Messermagie, Mann, das sieht immer so heftig aus. Wie es reicht. Konnte er sich so einfach jetzt befreien? Oh. Der Spiegel. Die Illusion ist zerbrochen. Jetzt kann ich... Balthasar! Okay. Ich werde mir diese Maschine holen. Er ist... einer der sechs. Und ihr werdet brennen. Das klingt nicht. Fange ich hey! Mein lästiger Schatten. Nein! Okay. Seht zu, dass niemand überlebt. Das hier ermüdet mich und die Drachen rufen. Okay, da komme ich nicht rein. Holt Hilfe für Marjorie. Ich halte sie auf, solange ich kann. Ach so, hier kommt gerade Besuch. Hier kommt Besuch. Na, sehr schön. Wunderbar. Geht mal weg hier. Was wollt ihr denn hier alle? Oh, ja, ich bin festgebunden, so quasi. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist nicht gut. Ich will nicht sterben. Nein, das hört er. Uiuiuiui. Das waren ein paar auf einmal. Oder das sind ein paar auf einmal. Holy. Vielleicht hätte ich mich auch nicht sofort komplett ins Gedränge reinstürzen sollen. Die haben mich festgefurzelt. Ja, schleich dir doch nur. Du nervst. Kommen ja noch mehr. Okay, da kommen denn dann noch? Da kommen jede Menge. Ich pull die mal so ein bisschen zusammen. Dann funktioniert das ja. Oh, aua. Aua. Kann ich hier einmal durchwirbeln? Oder werde ich hier wieder immobilisiert wie beim letzten Mal? Messerpointer? Ach so, mein Gegner. Das sind ein paar. Ich bleib mal lieber in meinem schützenden Schleier. Weil die machen doch gut Schaden. Okay, jetzt scheint wieder alles safe zu sein. Eieiei. Was machst du denn da oben? Gut. Eine Timey scheint ja total ruhig zu sein. Was ist das hier? Ah. Okay, das ist ja praktisch. So eine Art Heilungskuppel. Hallo? Jory, geht es dir gut? Dieser Mensch ist in einem stabilen Zustand. Sie wird überleben. Denke ich. Tut mir leid. Ich konnte nicht. Es war Balthasar. Der Gott. Ihr. Eine Pulsspitze. Die Situation löst Stress bei diesem Menschen aus. Bitte alle raus. Los. Die Sanitäter werden sich um sie kümmern. Sie muss vermutlich nur... Vielleicht... Vielleicht gehen wir für einen Moment hier rüber? Okay. Ist doch auch toll. Wir haben uns mit einem Gott angelegt.
Oh, es ist schön zu sehen, wie die hier alles... Oh, fängt wieder zu brennen an. Wie hier alles löschen. Ich habe gezögert. Ich, Kann das wirklich Balthasar sein? Er ist es. Er hat das Lügen aufgegeben. Und sein Spiegel. Er war besonders. Lyssa selbst hatte ihn verzaubert. Und jetzt hat er meine Maschine. Was treiben eure Götter denn bloß, Kashmir? Zu welchem Zweck? Das wissen wir nicht. Aber wir können es nicht zulassen. Wir müssen ihn aufhalten. Es tut mir leid. Ich kann das nicht. Es tut mir leid, Kommandeur. Sagt Marjorie. Ich liebe sie. Gut, auf Wiedersehen. Das ist Wahnsinn. Ihr habt euch also für den Kampf gegen einen Gott entschieden. Den Gott des Krieges. Das tut mir gut, Tiny. Was meint ihr? Was sollen wir jetzt tun? Die Täuschung. Die Lügen, die Bereitschaft zu töten, um zu bekommen, was er will. Gott hin oder her. Mein Instinkt sagt mir, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Marjorie hat eine Basis auf den Feuerinseln erwähnt. Wenn er die Kraft eines Drachen abzapfen will, dann ist das der richtige Ort. Mitten auf Primordus. Wenn ich mich recht erinnere, ist er auch der Gott des Feuers. Also Primordus vor Jormak. Dann werde ich dort anfangen. Zum Glück habe ich meine Maschine mit einem Aufspürer versehen. Das sollte zur Flandabwehr reichen. Ich werde euch jemanden senden, der euch bei der Suche behilflich sein wird. Macht euch auf den Weg nach Ratasun. Ich sorge dafür, dass ihr von dort zu den Inseln gelangt. Während ihr das erledigt, werde ich mich im Simulationsraum einschließen und eine neue Theorie testen, der ich nachgehen möchte. Und Flant ausweichen? Natürlich. Passt auf euch auf, Kommandeur. Wir begeben uns auf unbekanntes Terrain. Ich melde mich. Okay. Ja. Okay. Jetzt will ich aber noch kurz in das Labor hier vorne hin. Da will ich jetzt noch mal kurz gucken. Gibt es hier eigentlich irgendwas zu sehen? Was ist gerade geschehen? Ich könnte mir vorstellen, dass es eine der Wesenheiten aus dem Nebel war, die von den Menschen angebetet wird. Oder? Es war Balthasar, der Gott des Krieges. Ich habe in meiner Doktorarbeit der Ethnologie über ihn gearbeitet. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn jemals persönlich zu Gesicht bekommen würde. Er hat Taimis Gerät an sich genommen. Was wird sie jetzt tun? Ich bin einfach nur froh, dass wir diese Begegnung überlebt haben. Ich sage, es ist immer wieder schön, sich nochmal so ein bisschen umzuschauen, wenn man dann noch das ein oder andere Gespräch mitbekommt. Interagieren, was ist das denn? Sura-Golem-Teile, okay. Das finde ich immer wieder lustig. Was macht der hier immer noch? Warum bist du noch nie abgehauen? Hey, du, Junge. Erstaunlich. Es überrascht mich immer wieder, wie dieses lästige kleine Genie mich reinlegt. Euer Labor, dass ich nicht lache. Hält sie mich etwa für blind und blöde? Sie hat viele Worte für euch. Ach, schön, dass ich ihn einfach mal so eine klatschen könnte. Hätte der nicht einfach hier durch dieses Portal abhauen können? Schade, dass ich da nicht einfach so rausgehen kann. Na gut, ich würde aber sagen, ihr Lieben, das war's dann auch für heute. Bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.